Bist du bereit, die Motorhaube zu öffnen? Use Tool für die Tutorials. Und für die Autoteile ist die Mr. Auto App der richtige Reflex. Praktisch, schnell und günstigere Preis als auf der Website. Du findest die im Video verwendete Bolk-Auto-Batterie exklusiv auf der Website von Mr. Auto und als Link in der Beschreibung. Schalte die Zündung deines Autos aus, ziehe die Handbremse an und öffne die Motorhaube, indem du am entsprechenden Hebel ziehst. So kannst du die Batterie sehen, die sich rechts im Motorraum befindet. Um die Batterie zu entfernen, musst du die Halteplatte lösen. Schraube mit einem Steckschlüssel, einer langen Verlängerung und einem 13 mm Einsatz vollständig den Befestigungsbolzen von der Metallhalteplatte ab. Du kannst nun die Halteplatte entfernen. Klemme niemals zuerst den Pluspol ab, da das ganze Auto am Minuspol angeschlossen ist. Dies kann gefährliche Funken im elektrischen Stromkreis des Autos erzeugen. Löse mit einem Steckschlüssel und einem 10 mm Einsatz die Haltemutter des Minuspols. Sobald du die Klemme abgenommen hast, musst du sie weit genug vom Pol entfernen, damit sie sich nicht unbeabsichtigt wieder mit der Batterie verbindet, was die Fahrzeugelektrik beschädigen könnte. Öffne die rote Plastikabdeckung und verwende dann dieselben Werkzeuge, um die positive Klemme abzunehmen. Entferne den Entgasungsschlauch, falls deine Batterie einen hat. Du kannst nun die Batterie herausnehmen. Alle Teile, die wir in diesem Tutorial verwenden, stammen von unseren vertrauenswürdigen Partnern, die uns auch dabei helfen. Du kannst sie dir gerne in der Beschreibung ansehen. Schleife nun die Innenseite der Batterieklemmen mit Schleifpapier ab, um die weiße Oxidschicht zu entfernen und langfristig heimtückische Pannen zu vermeiden. Nimm dir die neue Batterie zur Hand. Entferne die Schutzabdeckung. Schmier die Batterieklemmen mit Kupferfett ein, um den Kontakt zwischen den Klemmen und den Polen zu verbessern, aber auch damit sie weniger oxidieren. Setz die neue Batterie ein und drück sie fest in ihre Halterung. Bring zuerst die positive Klemme wieder an und schraube die Mutter mit dem 10 mm Einsatz wieder an. Bring dann die negative Klemme wieder an, schieb sie so tief wie möglich ein und schraub sie dann mit dem Steckschlüssel fest. Setz die Halteplatte der Batterie wieder ein und schraube sie mit dem Steckschlüssel an. Verbinde den Entgasungsschlauch wieder. Vorgang beendet. Hallo, ich bin Opa von Newstool. Ich hoffe, dieses Video hat dir bei der Wartung deines Autos geholfen. Hilf auch du uns, diesen Kanal bekannter zu machen, damit wir noch mehr Tutorials produzieren können. Es ist ganz einfach. Ein Like, ein Kommentar und abonniere dich. Das hilft uns extrem. Also dann, danke!